Das IC Immobilienzentrum Freiberg auf der Anton-Günther-Straße 3 feierte am 12. Dezember die Einweihung des neu errichteten Mittelbaus. Eingeladen zur Eröffnung des neuen Gebäudeteiles waren Kunden, Gäste und die beteiligten Baufirmen. Während es für den Bauherrn Präsente gab, bedankte dieser sich bei seinen Gästen mit einer Glühweinparty. Auch deftiges Essen wie Thüringer Rostbratwürste durfte natürlich nicht fehlen und fand bei den draußen herrschenden winterlichen Temperaturen regen Zuspruch. Die Gäste nutzten die angenehme Atmosphäre für kleine Fachsimpeleien und Smalltalk. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier in den neu geschaffenen Räumlichkeiten meiner Firma des Immobilienzentrums in Freiberg in der Anton-Günther-Straße 3. Ja, warum haben wir das alles getan? Die Räumlichkeiten wurden aufgrund der Größe des Unternehmens und des Verwaltungsbestandes, den wir unter Betreuung haben, ja, immer zwingender notwendig, hier etwas zu tun. Und die Vision, die ich hier hatte, begann im Oktober des vergangenen Jahres 2017, hier einen Zwischenbau zu gestalten und zu kreieren. Und dank eines hervorragenden meines Architekten, dem Herrn Wortmann, ist es gelungen, nach vielen, vielen schwitzenden Stunden diesen ja schon sehr eigenen Baukörper zu entwickeln, um hier eben den neuen Empfang und Sekretariat unterzubringen, um damit für die Kunden, die dankenswerterweise auch sehr, sehr zahlreich bei uns da sind, ja einfach viel, viel bessere Bedingungen zu schaffen. Im Laufe des Tages führte ICC-Inhaber Robbie Krause die Chefs der beteiligten Baufirmen und alle Interessenten durch die neu entstandenen Räume. Also am Bau waren beteiligt einmal die Rohbauarbeiten, dann hatten wir die Dachfirma, dann hatten wir die Fliesenleger, logischerweise Malerarbeiten, und unsere Elektro- und Heizungsfirmen. Also es waren in Summe 6 Unternehmen, die hier mit beteiligt waren, was auch alles Unternehmen sind, mit denen ich seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeite. Sonst hätten wir den Bau aufgrund der Handwerkersituation, die wir momentan haben, wahrscheinlich erst in 2 Jahren fertig bekommen. Also wie gesagt, nochmal mein Dank an den Architekten, an den Herrn Wortmann und an den beteiligten Firmen, die hier den Rohbau hochgezogen haben und alle anderen Dinge mitgeschaffen haben. Also ich bin sehr, sehr stolz auf das, was hier passiert ist und freue mich ganz sehr. Das Immobilienzentrum Freiberg wünscht allen Zuschauern frohe Weihnachten.